So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11 und der Stevie ist wieder mit dabei. Das heißt, wir haben es Hallo. geschafft, bis zum nächsten Part wieder zusammen aufzunehmen. Ich glaube, morgen ist es schon tatsächlich schon Part 10 und dann kommt schon übermorgen dann dieser Part hier. Ich glaube, wir sind mit der Bergwelt fertig gewesen und dann kann ich jetzt in die nächste, in die Snow World rein Ja, sozusagen. ganz Okay, genau. perfekt, Das ist die Abflug. letzte Welt in der Main Map. Richtig, danach sind alles noch Minimaps, genau. Okay, ja, dann, das sieht auch nach den grünen Switch haben wir hier schon, alles andere. Okay, laufen wir einfach ganz normal ab. Frozen Grassland von Yoshi 9429 ist 74. geworden. Okay, let's go. Let's go. The yellow block is activated only a day. The purple block is activated. Achso, das ist so ein. Okay, ich verstehe. Das wechselt dann sozusagen durch, wenn man wahrscheinlich durch eine Röhre geht oder sowas. Und hat dann dieses Genau. Tag- und Denn Nachtgefühl. anders Oh, hoppala. kann man das im Vanille nicht machen. Ja. Ja, das war. Okay. Hilfe. Ich muss mal wieder reinkommen, Hilfe. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Wobei ich rewinden würde, wenn ich gestorben wäre, aber man muss es ja nicht herausfordern. Okay. So, das ist jetzt eine gelbe Treppe, die also nur jetzt da ist. So. Okay. Die ist noch gar nicht da, das heißt, da muss ich so hochkommen. Oh, ich wollte gerade sagen, scheinbar keine Yoshi-Coins. Da ist die erste Hilfe. Die Statuen kann man allerdings begehen. Das ist ein bisschen ein Designfehler. Nee, kein Spaß. Ja, wir Wollten wir müssen es es ja nicht auch. bewerten. Oh Gott, Lava. Hast du noch die Bewertungen offen? Nee, offen habe ich sie. Also jein, ja. Also ich kann's. Doch, ja, offen habe ich sie schon im Browser. Okay. Offen habe ich sie schon. Nee. Lass mich in Ruhe. Na, was ist da drin? Ah ja. Noch ein Pilz. Treffer. Ja. Er hat mich auch getroffen. Nein, oh, das ist. Oh Gott. Ah. Gut, dass da die Plattform war. Denn das war ja gar nicht durchlässig. Es war ja durchlässig, so rum. Aha. Muss mir ja richtig um die Ecke denken, Hilfe. Aber wann wird denn das jetzt noch wechseln? Das ist ja. Ein riesiges Level. Das gehen wir gleich alles nachher noch zurück oder so. Uiuiui. Das Wirst ist du dann doch. schon sehen, ja. Das ist doch auch wieder so ein Level, was ich niemals. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ich mich nach dem Midway Point erstmal umbringen kann, weil ich das niemals in dieser Zeit schaffen werde. Jetzt wird's Nacht, oder wie? Ah ja. Ja, gut. Bin gleich wieder da. Jo. Okay, hier ist ein Rie für, wenn man den P-Switch verbummelt. Muss mich jetzt auch gerade. Ich muss mich jetzt echt. Nein, ich habe den Pilz genau. Oh. Weg ist er. Oh Gott. Okay. Ja, jetzt geht es nämlich hier drin ab, das Ding. Okay. Das war das. Aber dann haben wir jetzt eh das, was ich vorhin gesagt habe. Ich bringe mich um und dann habe ich mehr Zeit. War natürlich totale Absicht, so wie das hier auch. Das war auch Absicht. So, ich hoffe übrigens, wir sind laut genug, weil gerade eben hatte ich noch gar keinen Ton drin. Da hatte ich.
Aus irgendeinem Grund war die Toneinstellung wieder weg. Aber jetzt sollte alles passen. So, neuer Versuch. Dann habe ich jetzt auch nur diesen einen Pilz. Okay. Oh mein Gott. So, wieder da. Nein, ich sterbe schon wieder an dem Vieh. Du hast nichts verpasst. Und du sterbst sofort. Ich sterbe ununterbrochen an diesem Tür. Ich meine, ich könnte rewinden, aber noch ja. Nicht. Noch nicht. Ist ein bisschen schwer jetzt. Ich bin hier jetzt nicht zu Hause. Ist ein bisschen schwer aufzunehmen. Alles gut. Ja. So. Okay, aber wir kommen diesmal hier an dem Viech vorbei. Und wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann rewind ich. Nein, Hilfe, lass mich! Och, Mann. Okay, ich schaff's nicht ohne. Schade. Ich höre mich übrigens jetzt besser an. Hoffentlich. Ja, doch, kann man so sagen. Weil... Sollte mir vielleicht ein Mikro besorgen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Also, ich finde es okay. Also, ich verstehe dich und dann ist es für mich in Ordnung. Hm. Du benutzt ja Headset, oder nicht? Ja. Oh mein Gott, was tue ich? Es ist definitiv ein Level. Ja. Es hat... Ein ganz schön langes Level. Oh ne, ich hätte da hochgekonnt, ne? Welches Level ist es nicht in diesem Hack? Oh nö! Aber ich kann das safe hoch. Ah, ja, stimmt. Stimmt ja, du sammelst ja jetzt auch noch Dragon Coins. Theoretisch, wenn ich sie bekommen würde. Ich wette, da oben ist eine. Da ist nicht mal eine. Na gut, aber immerhin war da ein Pilz. Der hilft mir schon mal einen Hit auszuhalten. Sehr gut. Ja, komm, hüpf über mich. Dankeschön. Kann ich da hoch? Ja, aber da ist nichts. Ja, überall hätte ich da was versteckt, aber nein. Hier ist... Ach so, da brauche ich einen P-Switch wieder. Okay. Okay, jetzt kann ich da rüber. Da ist mein P-Switch, aber hier geht's auch hoch. Dann ist hier, okay, dann ist hier zumindest eine Yoshi-Coin. So, jetzt muss ich den behalten. No. Bis hierhin, okay. Gut. Ah, da ist die letzte, sehr gut, wir haben alle. Alle gefunden, erleichternd. So. Und jetzt ist wieder Tag. Ja, aber ganz woanders wird es wieder Tag. Okay. Was kommt denn jetzt noch? When you enter the door with this goal point questions here, normal exits is activated. Okay. Ah ja. Ja. Gut, dann ist das abgeschlossen. Crisis 6. Achso, Entschuldigung. Lies mich vor. Ja. Crisis 96 ist 91. geworden mit Crystal Forest. Du darfst gerne sagen, was du sagen wolltest. Ich wollte das Level. Das war auch ein neues Feature in Lunar Magic 3.0. Du kannst mit Röhren und Türen das Level verlassen. Ja. Wurde benutzt, weil es cool ist. Ein einziges Mal. Ja, stimmt, das besieht man eigentlich auch relativ selten. Das Level macht auch viel Spaß. War es jetzt ironisch gemeint? Das werden wir schon sehen. Ich meine, es ist, hat jetzt nicht die höchste Platzierung und du sagst, es macht Spaß. Das wirkt ironisch. Oh. Das wirkt ironisch.
Ich denke, das wäre dann Sarkasmus, keine Oder, Ironie. ja, Ja. stimmt. Oha, da oben sind Dinge. What? Ach, da kann man. Oha. Oha, da ist ein Pilz drin. Okay. Ja, so viel zum Pilz. Okay, aber gut zu wissen, dass da ein Pilz ist. Und hier kommt wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich brauche ich da drinnen den Springboard und das muss ich dann wieder damit hochnehmen oder so. Okay. Ach, komm. So, neuer Versuch. Okay, das Ding fährt jetzt. Jetzt sehe ich das auch. Das fährt. Ah, ich brauche hier erstmal. Nein, ich brauche hier einen P-Switch. Dann muss der auf der Seite sein. Nein! Spring doch! So, da muss jetzt aber ein P-Switch. Ja, okay, oder sowas hier. Das ist auch in Ordnung. Jetzt lasse ich den Kollegen aber erstmal rausspringen. So, tschüss. Jetzt muss man die dahin zurücknehmen. Das hat safe. Ja, das hat garantiert den Judges nicht gefallen. Ja. Du hast ja das Glück, Rewinds zu benutzen. Vor allem genau, weil wenn das. Es ist ja eine Shell, die nicht rumlag, sondern die aus einem Block kam. Die verlierst du Ja. einmal und das war's. Och Gott. Denk an die armen Judges ohne Safe State. Spielen die nicht mit? Wie? Spielen die nicht mit? Also so, ich meine, das kann man jetzt zum Testen trotzdem mitspielen und man weiß ja, dass es scheiße wäre, wenn es passiert. Nee, ich glaube, die spielen schon ohne. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es muss ja ohne Safe State schaffbar sein. Ja, naja, natürlich. Aber ich meine, ich habe jetzt ja ohne mit Saves jetzt geschafft und weiß trotzdem, wie es ohne wäre. Also. Könnte mir jetzt nicht. Ich meine, keiner sieht sie natürlich, wenn sie es machen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die wirklich komplett ohne spielen. Damit würden sie sich das Leben ja schon ziemlich schwer Weiß ich machen. nicht. Aber wäre mal interessant zu wissen, ob da. Oha. Ich kenne einen der Judges, ich könnte ihn mal fragen. Ui, ich wollte. Ah ja, das war ein kleiner Cheese. Ist mir auch nicht Ach, da hätte aufgefallen ich gar das nicht erste Mal. reingesollt. Nee. Weil jetzt habe ich eine Yoshi-Coin verpasst, aber gut, die holen wir noch nach. Ich weiß ja, wo sie ist. Du kannst da rein, wenn du groß bist und wenn du einfach ein Springboard benutzt. Hättest du Ah, eigentlich einen ja. Schlüssel nehmen sollen. I see. Ja, das Level ist ja gut durchdacht auf jeden Fall. Wo komme ich denn jetzt dahin? Da muss ja auch noch ein Weg sein. Ist das ein Bonusweg oder was ist das jetzt hier? Ach, das geht hoch. Also ich kann schon sagen, dass du musst nicht in die Röhre. Du bist der Okay. Safe State. Slash Rewinds. Ach, dann wäre da nur der Midway Point gewesen. Yep. Ach, Mensch. Okay. Das heißt, Yoshi-Coins hat man sehr schnell alle voll und. Das Level geht aber noch ewig lang. Ja. Ich glaube, hier ist, glaube ich, Ende. Wieso kann ich jetzt hier zurück? Ach so, ich kann hier zurück, weil da ein Pilz ist. Okay. Ja, wie gesagt, die Yoshi-Coin müssen wir noch zurückholen. Noch nachholen, nicht zurück. Ah ne, nix Ende, jetzt kommt ja noch das. Okay. Jo. Okay, jetzt bin ich aber auch gerade ein bisschen einfach zu ungeduldig. Das ist schlecht, was ich hier mache. So. Gerade mit diesen Geistern muss man ein bisschen geduldiger spielen. Nein! Okay. Jo. Ab dafür. So, Yoshi-Coin nachholen.
wenn ich eigentlich gar keine Lust habe, da nochmal durchzulaufen. Aber es war zum Glück nicht weit. Aber den Anfang kriege ich nicht gecheased. Nee, dafür müsste ich das Springboard da rausnehmen. Das geht nicht. Genau. Schade. Ich kriege ihn ein bisschen gecheased. Ah, das kriegen wir hin. Ah! Okay, dann gehen wir so rum. Was hast du vor? Braucht die blöde Shell nicht. Ach so. Ach so, Nein! Das geht. Ich glaube, das ist gepatcht. Ach, du meinst, der geht kaputt trotzdem? Ja. Aber ich kann ihn mit durchnehmen. Das kannst du, ja. Oder geht er sofort kaputt? Also er wird dann nicht unendlich lang bleiben. Okay, aber wenn es... Nein. Ah! Also wenn er jetzt eine neue Zeit zumindest bekommen würde, würde ich es rechtzeitig schaffen. Na gut. Genau. Wir holen die Shell. Ja, das ist auch ein Ding. Die Bassdrums haben einige Patches, die manche Sachen verbessern. Manche blöden Bugs gibt es das nicht mehr. Ja. Den Bug hätte es gerne noch geben dürfen. Items kannst du aber noch duplizieren. Blöcke. Sehr gut. Gleich mal probieren. Schade. Ah, ich kann es nicht mehr. Ah, ich weiß nicht mehr, wie es ging. Und da es nicht sinnvoll jetzt ist, werde ich jetzt nicht damit die Zeit verschwenden. Nein! Oh, die... So. Alles nur für eine Yoshi-Coin. Die mir nicht mal was bringt. Außer, dass ich sagen kann, ich habe alle gehabt. Nein, lass mich hoch. So. Okay. Da drüben ist sie nämlich gewesen. Es gibt auf S7 Central eine 100% Speicherdatei. Du kannst das einfach einfügen und sagst, das hast du gemacht. Super. Hast du alles geschafft. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Bin ich doof? Ach, da war ein Springboard da drüben, ne? Genau. Also damit soll ich hier hoch? Ja, ist schon recht. Das haben wir alles vorhin leider verpasst. Das ist richtig schade. Was? Ach, hinter dem Baum falle ich runter. Ja. Das soll wahrscheinlich sogar so. Eieieiei. Der Baum fällt sich nicht wie eine Slope. Nicht Slope. Semi-solid. Naja. Okay. So, jetzt möchte ich noch eine Sache probieren. Nein. Erstmal wieder hier runter. So. Ja, ist egal. Können wir auch liegen lassen, ist jetzt wurscht. Ist da drüben dann der andere? Nee, okay, das geht ein bisschen weiter. Ist in Ordnung. Okay. So. Frozen Way. Okay, jetzt gibt es wieder alle drei Sachen. Ist auch 21. geworden von Slug Michael. Mal gucken, was er uns so anzubieten hat. Anything you see that is frozen, you can walk on just fine, including enemies. Ja, okay. Das heißt, das ist ein fester Block, ja. Wieso kann ich da drauf nicht laufen? Das ist auch gefroren. Brech. Das ist ja nicht Vanilla. Wäre nicht Vanilla. Ja, aber damit ist er direkt inkonsistent. Alles, was gefroren ist, darauf kann ich laufen, hat er gesagt. Kannst du ja so. Dann friert er hier zur Deko so halbe Dinger ein und ich kann nicht drauf laufen.
So, aber ja, natürlich verstehe ich, was er gemeint hat. So. Ich hätte ganz schön oft verwendet, diese Bullet-Dinger. Sehr oft. Okay. Oh, Feder. Oh, Yoshi-Coin. Ja, das war ein kurzes Musikstück. Wieso gefriert der nicht? Was soll das denn? Der hat ja Bonuskräfte hier. Ich wollte gerade sagen, weil die Feuer sind, aber es gibt schon andere. Ja, die sind alle gefroren bisher, die anderen. Gefroren. Frech. Die zum Beispiel. Genau. Da ist richtig zu. Okay, zeitlich sieht es noch okay. Oh, okay. Die Musik, die er in den Zwischenräumen verwendet, finde ich besser als die Musik, die er im Hauptraum verwendet hat. Aber gut. Ich kann die jetzt nicht hören. Ich kann die jetzt nicht hören, aber ich kann mich erinnern, welche das waren. Die im ersten Zwischenraum ist von Kirby. Ja, die ist, weiß ich nicht, aber ich habe sie schon ganz oft gehört. Ich komme nicht drauf, aber ich kenne sie. Aber es ist, glaube ich, gar kein Zwischenraum. Das ist der richtige Weiterweg hier. Dann habe ich nichts gesagt. Genau, ja, das ist der Hauptweg. Hey, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, so komme ich da hoch. Okay, hier drüben ist eine Yoshi-Coin. Garantiert. Yes. Nummer 4. Ich hoffe, es kommt noch eine. Es hat irgendwas von Donkey Kong, aber... Nee, das ist irgendwas anderes. Also zwischendurch hat so ein Donkey Kong-Vibe. Klang irgendwie wie ein... ich würde fast sagen Secret of Mana oder irgendwas. Das könnte irgendwie auch sowas sein, ja. Oh, ach jetzt. Ja, ist doch gut. Jetzt macht ihr noch einen Bootkampf rein. Oh, tschüss. Prima. Ja. Wir haben den Mond nicht. Noch nicht prima. Scheiße. Okay. Für den Mond brauchst du die Feder. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Vermutung, aber dann hat sich die Vermutung wieder erledigt. Aber gut, dann holen wir uns auf jeden Fall schon mal wieder die Feder. No. Ja gut, die Feder gibt es ja eh extra. Dafür muss ich nicht mal den Pilz haben. Nein! Okay. So, Feder. Und schauen wir mal, ob meine Vermutung hinhaut. Trotzdem, die Vermutung bleibt an sich erstmal. Nur ich weiß jetzt zusätzlich, dass ich eine Feder brauche. Weil ich habe eine gewisse Sache nicht genau angeschaut. Und zwar nach dem Midway Point. Da ging es in die Röhre, das habe ich nicht gecheckt. Und hier geht es ja noch weiter. Also hier muss ja auch noch irgendwas sein. LOL. Ja, okay. Das war... Ja. Das war einfacher als gedacht. Gut. Dann gehen wir erstmal nach oben.
zu Cold and Colder, ist 79. geworden, von Minui 600. Den Switch hast du ja schon gemacht, genau. Switch Palace. Ja. Ist die Musik eigentlich so verdammt leise? Was ist das denn hier? Habe ich das gemacht? Moment. Oh ja, ich habe das gemacht. Ups. Wann habe ich die denn so leise gestellt? Jetzt sollte sie besser sein. Ich weiß vielleicht, wieso. Ich habe auch solche Probleme manchmal. Wenn ich in einem Voice-Chat bin, dann macht es gewisse Programme leise. Automatisch. Das ist nervig. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwann bewusst leiser gestellt habe, aber ich weiß nicht mehr warum. Okay. Irgendwas war da. Ich habe eben solche Probleme oft. Bei Slash Noinex zum Beispiel auch. Ah, okay. Ja, das ist ein sehr unspektakuläres Level. Is an even colder portion of the cave so cold, in fact, even turns man block. Ja, wow. Okay, painful ice. Ich darf die nicht berühren. Oh Gott. Das ist leicht hell. Ah, das ist das painful ice. Okay. Verstanden. Muss wohl dry ice sein. Weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, genau. Trockeneis. Ah ja. Ach, scheiße. Das sieht so gemütlich aus, dabei ist es das überhaupt nicht. So, zum Glück sind die Viecher hier, sonst käme man da nicht rüber. Ach Gott. Okay, aber wir haben alle Yoshi-Coins. Sehr schön. Muss ich aber fast sagen, der zweite Teil von dem Level war besser als der erste. Auch wenn es jetzt von der Palette her sehr weird war. Aber das hatte irgendwie ein schöneres Design, finde ich. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, insgesamt ja. So. Aber ich... Ich könnte schon wieder mit dem Trax-Level vergleichen. Das hätte ich jetzt viel, viel schlechter gefunden als... Naja, okay, ist egal. Das Trax-Level lässt dich nicht los. Nee. Einfach, es lässt mich nicht los. Und ihn auch nicht. Er hat schon geschrieben, er wird das Level auch nicht los. Es verfolgt ihn irgendwie. Hat er im Video geschrieben und im Kommentar. Hat er wahrscheinlich selber schon lange nicht mehr gesehen. Level. Das Level, viel Spaß damit. Okay, das klingt... gefährlich. Also, ich sage immer viel Spaß, aber du hast es, wie gesagt, viel leichter mit den Rewinds. Ja, das ist klar. Hast du nicht mit Rewinds gespielt, dass du die selber gespielt hast, die Level auch mal? Ich gebe zu, ich habe das alles mit Safe States gespielt. Okay. Getestet. Weil das sind nicht meine Level. Ja, eben. Und die funktionieren jetzt schon, weißt du. Es hätte jetzt keinen Grund gegeben, warum... Ja. Warum du, also ich meine, klar, wenn du Spaß hast dran und so und aus Ehrgeiz, jetzt geh doch hoch, du dummes Ding, und aus Ehrgeiz mitspielen willst, aber, oh mein Gott, schaffe ich das nicht? Doch, schaffe ich, okay. Ja, es ist halt so ein Wartelevel. Pseudo-Kaizo. Hier oben kann ich lang. Oder auch nicht. Du hast eine Yoshi-Coin gekriegt. Ach so! Hast wohl keinen Sound gekriegt. Kein Geräusch. Ich hab's vielleicht nicht realisiert. Bestimmt habe ich einen Sound bekommen. Nein! Okay. Ja gut, das ohne Steeds! Oh! Wäre schon wieder fies. Jetzt aber, jawohl. Timing! Oh mein Gott!
Bist du reingeklippt? Ich glaube, ja. Du bist einfach gestorben. Ja, okay. Ja, nee, danke. Hol dir noch einen Pilz und dann noch den One-Up. Gut, dass es keine Yoshi-Coin gewesen ist. One-Ups sind mir ja völlig egal. Och, nee. Oh Gott, den muss ich ganz schnell loswerden. In VLDC9 gab es ja einen Counter, wie viele One-Ups du gesammelt hast, wie viele Münzen und wie viel Mal du gestorben bist. Ja. Ich glaube, ich werde nicht los. Wäre vielleicht auch lustig für VLDC 12. Mal sehen. Ja, das entscheidest ja du. Du baust extra ASM-Kram. Eigentlich nicht so Bock. Das ist halt die... Oh mein Gott! Ups. Das ist halt die... Oh mein Gott, ja. Das ist halt immer die... Naja, die... Oh Gott, wie heißt das denn jetzt wieder? Die 80-20-Regel, darauf wollte ich hinaus. Du machst in... Die was? Ja, du machst in 20% der Zeit machst du eigentlich 80% des Inhalts und die 80% der Zeit brauchst du eigentlich für den ganzen Deko-Kram außenrum, was so als so Zusatzsachen sind und so weiter. Okay. Auch wenn du zum Beispiel irgendwelche Arbeiten schreibst oder sowas, dann hast du eigentlich den Inhalt relativ schnell zusammen, aber bis es dann alles fertig geschrieben ist und die ganze alles verbessert ist und so weiter, das dauert halt die meiste Zeit. So auch zum Beispiel beim Unterricht vorbereiten. Sind den Kern der Stunde hast du relativ schnell, aber dann die ganzen Sachen außenrum, das dauert wieder ewig. Und das ist halt was, das muss man nicht machen, das kann man machen. So wie du jetzt halt zum Beispiel auch überlegst, baut man jetzt diesen ASM-Kram ein oder nicht, weil der Hack an sich wäre ja fertig. Aber du willst, ob willst du noch die restlichen 20% auch noch mitnehmen, dann brauchst du halt mehr Zeit. Das ist so die 80-20. Ja. Ach, okay. Mann. Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiß Dreck. Aber es ist die letzte. Da müssen wir halt nochmal hoch. Immerhin ist der Lakitu weg. Und immerhin kann ich da oben drauf stehen. Ach, Mensch. So. Musik ist übrigens aus Jazz Jackrabbit. Ah, okay. Nie gespielt, aber es ist, glaube ich, dieselbe Firma, die Fortnite gemacht hat. Jetzt hoffe ich, da war kein Mond, ich glaube es aber nicht. Weil du ja Fortnite spielst. Ja, das ist richtig. Okay. Sehr schön. 35. geworden mit dem Quatsch, okay, na meinetwegen. Gut, dann schließen wir hier mal den Part ab, dass wir noch ein paar mehr aufnehmen können und es nicht wieder lange Parts werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal der Rest von der Winterwelt. Und dann wahrscheinlich schon der Anfang von der nächsten Welt. Ich glaube, das ist dann die Luftwelt oder irgendwie sowas. Genau. Perfekt. Dann, ja, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.